komplett entwurzelt. Ganze Sportmannschaften, insbesondere in Nordamerika, samt Stadion, Logo, Maskottchen und so weiter, wechseln die Städte. Wie kann das sein? Was hat es mit den Franchise-Strukturen der Sportligen auf sich? In diesem Video klären wir auf, wie das Ganze aufgebaut ist, was die Unterschiede zu deutschen Strukturen sind und welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Strukturen haben. Um das Thema zu beleuchten, beginnen wir erstmal mit ein paar Infos zu den Strukturen hier in Deutschland. Hier verhält es sich so, dass die Strukturen von unten bis nach oben relativ einheitlich und miteinander verknüpft sind. Überall können Vereine entstehen und theoretisch sportlich so weit aufsteigen, bis sie in der Bundesliga spielen. Am Beispiel Fußball jetzt. Das heißt, wir haben hier offene Ligen, in denen man auf- und absteigen kann. Die Vereine haben im ersten Moment nicht das Ziel, finanziell unbedingt Gewinne einzufahren, sondern eben ein regionales Sportangebot zu stellen und haben dementsprechend auch starke regionale Wurzeln. Beim Franchise-System in Amerika ist das Ganze komplett anders. Franchising erstmal ganz allgemein steht in der Wirtschaft für Vertriebssysteme, in denen Unternehmen, Dienstleistungen, Produkte, was auch immer, mit vorgegebenen Standards vermarktet werden. Wobei die wirtschaftliche und rechtliche Selbstständigkeit der Vertragsparteien aber erhalten bleiben. Ein klassisches Beispiel ist McDonald's. Im Prinzip kann jeder ein McDonald's eröffnen, muss sich aber an die vorgegebenen Standards halten. Man kann also nicht einfach anfangen und auf einmal da Leberkäse und Brötchen verkaufen, sondern muss sich eben an die Vorgaben halten und an die Burger-Vorgaben, die es dort gibt. Jetzt aber zum Sport. Nehmen wir die NFL, also die erfolgreichste amerikanische Football-Liga. Da gründet sich nicht irgendwo ein Football-Verein und der hat dann die Chance, sich sportlich so zu entwickeln, dass er irgendwann in der NFL mitspielt. Nein, es handelt sich bei der NFL um eine geschlossene Liga, in welcher keine Teams aufsteigen oder absteigen können. Die Unterschiede ergeben sich dementsprechend von selbst und liegen auch auf der Hand. Geschlossene Ligen sind wesentlich sicherer für die teilnehmenden Teams, da man nicht plötzlich mal absteigen kann und auf einmal viel weniger Geld erhält und das Team plötzlich Probleme bekommt zu wirtschaften und wieder erfolgreich zu werden. Zudem sind geschlossene Ligen oftmals deutlich spannender und haben geringere Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Teams. Um diese Spannung aufrechtzuerhalten, haben die Ligen auch extra Regularien festgelegt, wie zum Beispiel den sogenannten Salary Cap, also eine Gehaltsobergrenze für Teams. So hat jedes Team die annähernd gleichen Möglichkeiten und es gibt kein Team, das einfach alle Topspieler unter Vertrag nehmen kann, während ein anderes Team keine Möglichkeiten hat, die Gehälter der Topspieler zu zahlen. Während in Deutschland auch jedes Team für seine Sponsoren selbst verantwortlich ist, haben die nordamerikanischen Top-Ligen zentrale Sponsoren, sodass eine wirtschaftliche Ausgeglichenheit und Sicherheit dauerhaft gegeben ist. Trikots sind beispielsweise nur von einem Ausrüster, die Tablets der Trainer sind alle von Microsoft und iPads sind absolutes Tabu. Zwar hat jedes Team noch ein paar eigene Sponsoren, wie zum Beispiel in Bezug auf die Namensrechte des Stadions oder für lokale Platzierungen, von denen bekommt man als Fernsehzuschauer allerdings eher weniger mit. Die Kluft zwischen den Mannschaften wird so möglichst gering gehalten und die sportliche Spannung bleibt in der Liga hoch. Einen weiteren Unterschied zum deutschen bzw. europäischen Ligaaufbau ist der Nachwuchsbereich. In Deutschland ist es so, dass jedes Profiteam auch einen Breitensportauftrag hat. Sprich, es wird unter anderem in den eigenen Nachwuchs investiert. Zumal der eigene Nachwuchs bei vielen Vereinen auch immer wieder wertvolle Talente hervorbringt, die hohe Erlöse für den Verein erzielen können. In den USA ist es wieder anders. Die Teams haben keine eigenen Nachwuchsmannschaften, wo dann irgendwie die Talente hochkommen. Die Talente kommen meist aus dem College über den sogenannten Draft zu den Profiteams. Beim Draft können sich die Talente anmelden und werden dann von den Teams ausgewählt. Auch hier achtet die Liga auf die sportliche Spannung. So darf das schlechteste Team der Vorsaison für gewöhnlich als erstes ihr Talent auswählen und bekommt so die Chance, den vermutlich besten Nachwuchsspieler des Jahres unter Vertrag zu nehmen. Aber schweifen wir nicht ab. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Die Teams in der Liga sind Unternehmen. Das ist auch der Grund, weshalb es möglich ist, mit den gesamten Teams, Stadien, Maskottchen und allem, was dazugehört, einfach so den Standort zu wechseln. Die Teams werden also von Beginn an von einem Investor oder einer Firma gegründet. Die Teams haben also keinen direkten Zusammenhang oder die Wurzeln in einer Region, sondern der Standort wird aufgrund einer wirtschaftlich guten Lage ausgewählt. Es wird also eher geschaut, wie die Infrastruktur und wie hoch die Nachfrage vor Ort ist. Die Teams erhalten von der Liga sogar exklusiv die TV-Rechte für diese Region. Wie bereits gesagt, bleibt dadurch die Chancengleichheit rein sportlich hoch. Man hat aber auch aus Wirtschaftssicht reine Monopole. Jegliche Konkurrenz wird direkt vom Markt verdrängt und gibt es vor Ort an diesem jeweiligen Standort einfach nicht. Es ist auch nicht so, dass die Liga irgendwelchen Verbänden unterliegt und gehört, wie in Deutschland beispielsweise die Bundesliga, der DFL und dem DFB. Nein, die Clubeigentümer sind gemeinsam die Liga. Alle haben einen Anteil an der Liga und haben jeweils einen Commissioner, der die Geschäftsführung übernimmt.
Also sind die Franchise nur Unterunternehmen des Gesamtunternehmens NFL, NBA, NHL, MLB, was auch immer. Lohnt sich ein Standort aus Sicht der Unternehmen also nicht mehr oder lohnt sich ein anderer Standort einfach mehr, wird der Standort eben gewechselt. Ein Beispiel hierfür sind die Los Angeles Chargers aus der NFL. Sie wurden in LA gegründet und sind nach nur einem Jahr 1961 nach San Diego gezogen. Man hat sich bezüglich eines neuen Stadions nicht mit der Stadt dann einig werden können und so zog man im Jahr 2017 zurück nach LA. Wie ihr euch vorstellen könnt, fanden die Fans aus San Diego, die seit 56 Jahren in der Stadt angesiedelt waren, das jetzt nicht so geil. Aber it is what it is. Ich persönlich finde alle Liga-Varianten oder beide Liga-Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Grundsätzlich empfinde ich das europäische Format aber als besser, da die Verbundenheit zu den Fans nicht einfach so entrissen werden sollte. Und man sollte ja dennoch daran arbeiten, das System zu optimieren und in einigen Punkten an das System aus Amerika einfach anzupassen. So halte ich beispielsweise Gehaltsobergrenzen für die Vereine für absolut sinnvoll und auch den Gedanken, als Liga einige zentrale Sponsoren zu installieren, um so das Maß an Ausgeglichenheit einfach zu füllen. Nichtsdestotrotz meine ich, wer nun mal besser wirtschaftet, gute Arbeit leistet und sich ein Standing erarbeitet, sollte nicht dafür bestraft werden, während ein Team, welches vieles falsch macht, ja auch noch mit zum Beispiel dem Top-Talent im Draft belohnt wird. Jetzt interessiert mich natürlich auch, was eure Gedanken dazu sind. Unbedingt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ja, welche Strukturen findet ihr besser und ja, was wären eure Anpassungsvorschläge? Es muss ja nicht das eine oder das andere sein. Und wenn du jetzt und in Zukunft noch mehr spannende Videos sehen willst, folge gerne auch unserem Kanal. Beispielsweise haben wir gemeinsam mit einem Football-Quarterback einen Wissenskurs über 12 Folgen gedreht, von den absoluten Basics bis hin zu ersten Taktikfragen, um den Sport kennenzulernen und Step-by-Step zu verstehen. Gib uns gerne einen Daumen hoch, abonniere und schalte die Glocke an. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis dahin. Peace out.